meines Strick-Podcasts Quickstrick. Mein Name ist Kirstin und ihr wisst es, bei mir wird es in den nächsten Minuten wie immer rund um das Thema Stricken und Wolle gehen. Oh, die letzte Folge, so lang ist sie her. Ich entschuldige mich jetzt nicht dafür, langsam wird es ja für euch langweilig, wenn ich das immer an Anfang mache. Nein, tatsächlich, mir ging es gesundheitlich in den letzten Wochen nicht so gut und jetzt bin ich in einer hochdosierten Cortison-Therapie, die schlägt jetzt Gott sei Dank an, es geht mir wieder besser. Parallel war irgendwie halt die Vorbereitung für das Wollfest in Kassel und so ist eins zum anderen gekommen und deswegen konnte ich einfach keine Folge aufnehmen. Aber heute bin ich wieder für euch da und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Was zeige ich euch denn heute? Ich zeige euch auf jeden Fall zwei fertige Projekte und natürlich ist dort der fertige Coral Reef Scarf im Rahmen unseres Quilloil-Longs dabei. Ich zeige euch aber außerdem, was ich neu angeschlagen habe. Ich nehme euch mit in die Shop News. Ich nehme euch mit in meine Projektplanung. Ich stelle euch eine neue Designerin vor. Ich gebe euch ganz viel Infos über Kassel und werde ganz begeistert davon berichten. Und last but not least möchte ich euch auch noch ein Buch vorstellen. Und zwar, wartet kurz, dieses hier. Textured Knits von Paula Pereira, ein sensationelles Buch, so viel sei gesagt, aus dem Leine Publishing Verlag und von daher, ja, ich glaube, es wird eine gute Stunde werden. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Ich habe richtig Lust, heute die Zeit mit euch zu verbringen und euch all die Sachen zu erzählen und zu zeigen. Und dann würde ich sagen, holt euch doch euer Strickzeug, ein Kaffee. Vielleicht lieber ein Eiskaffee bei den Temperaturen. An dieser Stelle sei gesagt, ja, ich befinde mich wieder in Bollywood aufgrund meines Ventilators. Aber ohne lässt sich das einfach nicht aushalten. Also von daher, holt euch doch einen Eiskaffee, ein Wasser oder aber auch einen kalten Eistee und lasst uns gemeinsam starten mit der ersten Kategorie. Und das ist wie immer bei mir die Finished Objects. Und da fangen wir an mit den Strata Socks. Letztes Mal noch im Podcast habe ich euch das im aktuellen Pompom Magazin gezeigt. Und heute kann ich schon die fertigen Socken zeigen. Die Strata Socks, eine unglaublich schöne Anleitung, wie ich finde, von Ara Stella. Ich gehe mal so rum in das Muster rein, gehe mal dicht dran, dass ihr das wunderbar sehen könnt. Ein ganz, ganz hübsches Hebemaschenmuster oder sieht so aus wie Hebemaschen. Wie es genau gestrickt wird, verrate ich natürlich nicht an dieser Stelle. Und ja, sie werden ganz klassisch von oben nach unten gestrickt. Ich habe mich für wie eine verkürzte Variante entschieden. Das sollte halt wirklich für mich ein Sneaker-Socken sein. Und ich muss ehrlich gestehen, beim ersten Socken bin ich dann ein bisschen verzweifelt. Nicht aufgrund des schönen Musters, das war relativ easy, aber die Designerin hat es relativ einfach gemacht und hat egal in welcher Größe, also egal in welcher Größe, je nachdem strickt man ja mehr, nimmt man ja mehr Maschen auf und hat mehr Mustersätze dementsprechend, hat sie halt einfach die Ferse reingesetzt. Und dadurch war die Ferse aber nicht genau mittig, also sie kam nicht genau hin mit dem Mustersatz. Das heißt, sie hat einfach bei allen das gleich gemacht. In der ersten Größe, glaube ich, war es noch ausgerechnet, da kam das perfekt hin. In der zweiten Größe hat sie es dann einfach an der gleichen Stelle begonnen. Oder auf jeden Fall weiß ich noch, es ist jetzt auch schon echt länger her, aber ich weiß es halt noch, dass dieser Mustersatz, also wenn er hier jetzt hier mit Ende diesem Lilanen anfing, dann hörte er dort einfach an dieser Stelle auf. Mein innerer Monk hat geschrien. Ihr kennt das, der ein oder andere kennt das. Das ging nicht, es ging wirklich nicht. Das heißt, beim ersten Mal habe ich geribbelt, weil ich tatsächlich die falsche Farbe genommen habe. Da habe ich nämlich das Mint, Lind oder Aquaton genommen, anstatt hier Lavendula. Da musste ich ribbeln. Beim zweiten Mal habe ich dann geribbelt, weil mir das aufgefallen ist mit dem Mustersatz. Es ist mir nämlich erst aufgefallen, als ich schon bei den... erst dachte ich, ja, vielleicht kann ich das noch so hinschummeln. Da habe ich gemerkt, nee, da lässt sich nicht schummeln. Also habe ich dann wieder gerippelt. Ja, und dann beim dritten Mal passte das dann für mich. Und ich habe es jetzt halt für mich so versetzt in der Anleitung. Oder habe dann eine Masche mehr aufgenommen oder irgendwie so. Also habe mir das angepasst, sodass mein innerer Monk die Befriedigung hatte, die er brauchte. Sodass ich jetzt ganz symmetrische Fersen habe, die symmetrisch im Mustersatz vor allen Dingen drin stecken, weil das ist ja das Entscheidende gewesen.
Ja, an sich war es dann aber total schön, auch die runterzustricken. Man kam super schnell voran, hier unten mit klassischen Streifen. Und was soll ich euch sagen? Ich habe es mit meiner eigenen Wolle gestrickt. Das ist die Super Socks. Und zwar habe ich da 50er Sets gefärbt, weil da kommt man ganz wunderbar für ein paar Socken ja mit hin. Und schaut mal, wie schön sich das rauskommt. Das ist dieses Lavendula. Das ist halt das mit diesen paar Speckles drauf. Und dazu das schlichte Aqua. Ich finde diese Kombination wirklich sensationell schön. Ja, die Strata Socks von Ara Stella. Also eine schöne Sockenanleitung, bis auf einen kleinen Makel eben. Ne? Also für die Monks unter euch, guckt euch vorher die Ferse an, sonst werdet ihr genauso unglücklich wie ich. Aber sonst ist es wirklich eine schöne Anleitung und vor allen Dingen liebe ich das Ergebnis. Ich finde, das sind wirklich sehr, sehr, sehr gelungene Socken. Da sind sie nochmal beide zusammen, dass ihr wirklich seht, dass ich auch zwei gestrickt habe. Ja, oder würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten fertigen Projekt. Und das ist, da, wie natürlich zuerst angekündigt, das ist der Coral Reef Scarf, den wir ja gemeinsam im Rahmen unseres Knit-Alongs gestrickt haben. Der Coral Reef und auch der Coral Reef Web, um jetzt mal direkt auf den Quillo-Along zurückzukommen, den haben wir ja vom 1. Mai bis zum 15. Juli, also vergangenen Samstag, gemeinsam gestrickt. Es sind unglaublich viele schöne Coral Reefs dabei entstanden. Einige, also nicht wenige von euch haben ihn tatsächlich zweimal gestrickt, einmal als Scarf, einmal als Wrap, weil der eben so schön ist. Und die Anleitung ist zu erwerben von, oder ist zu erwerben bei Ravelry, aber designt wurde das Ganze von Lisa Hannes alias Maliha Designs. So, und jetzt zeige ich euch mal meinen fertigen Coral Reef Scarf und ihr seht schon, er ist super lang geworden. Entschieden habe ich mich für die Exclusive. Die besteht ja zu 60% aus Superwash Merino, 20% Seide und 20% Yak aus meinem Shop. Ganz gezielt, weil ich den Calling daraus hier habe und den so, so gerne trage, dass für mich relativ schnell feststand, vom Fall her und so weiter, hätte ich gerne wieder die Exclusive. Jetzt kommt's. Also, ihr seht schon. Ich zeige euch erst nochmal die schönen Sachen. Also, ich finde das Muster, ich gehe mal dicht daran, sensationell schön. Ihr seht das, das ist wirklich ein wunderbares Muster. Es ist sehr eingängig zu stricken. Man hat das relativ schnell drauf, weil es immer wieder das Gleiche ist. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte am Anfang so meine Mühen mit der Anleitung. Die gibt es ja auf Deutsch, auf Englisch übrigens an dieser Stelle. Was ich selten mache, ich bin teilweise von Englisch auf Deutsch gezwitscht, weil ich nicht klar gekommen bin. Und nachher wieder zurück auf Englisch und habe dann mal auf Deutsch nachgelesen, wo mein Denkfehler ist. Das mache ich wirklich selten tatsächlich. Aber irgendwie war das schwierig mit der Anleitung, fand ich. Was fand ich denn so schwierig? Es war, wie die Art der Anleitung geschrieben war. Die ist sehr, sehr ausführlich. Das ist ja immer per se was nicht schlecht ist. Ich fand aber, an entscheidender Stelle hat der wichtigste Hinweis gefehlt. Und ich glaube, das ist das, warum ich mich so schwer getan habe. Das war tatsächlich, dass man den Maschenmarkierer, den man nach so und so vielen Maschen am Anfang setzt, wenn man dann den Mustersatz durchgestrickt hat, dann muss man diesen Maschenmarkierer rausnehmen, weil der verschiebt sich im Laufe der Zunahmen, die entstehen. Und den muss man dann, wenn man die Mustersatz eben gestrickt hat, dann muss man den quasi wieder erneut an gleicher Stelle reinsetzen, an der gleichen Anzahl Maschen. Diese Information wird garantiert irgendwo gestanden haben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nur ich habe sie mehrfach dann halt überlesen. Und das hat mich dann echt so, wie mache ich das, wo muss ich jetzt die Zunahme, da hatte ich echt so meine Mühe. Als dann aber der Knoten im Kopf endlich geplatzt ist, und der ist auch geplatzt dank eines super Bildes, das Lisa Hannes eingefügt hat, denn sie hat den mal so der Länge nach fotografiert und hat dann wirklich immer eingezeichnet, da ist die Zunahme, da ist die Zunahme, da macht man das mit zu Strichen. Und danach ist mir dann sowieso ein bisschen der
die Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, okay, dann war es mir klar, wie das gemacht wird. Aber ich habe ein bisschen Mühe gehabt und ich habe auch bei Marion schon im Podcast gesehen, auch sie hatte ein bisschen Mühe und auch sie hat Nachrichten bekommen, die auch gesagt haben, dass sie Mühe haben. Also von daher, ja, das war irgendwie nicht ganz einfach zu verstehen von der Formulierung her. Oder wie gesagt, eben auch zu versteckt, wahrscheinlich innerhalb der Anleitung, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den man halt wirklich immer beachten muss. Ja, ansonsten aber ist die Anleitung, also wie gesagt, sie kommt ausgeschrieben und mit Charts daher, von daher, das ist echt, echt, da bleibt kein Wunsch offen sozusagen und an sich ist dann die nachher, wenn der Groschen gefallen ist, war die Anleitung total eingängig und super zu stricken. Ich habe mich dazu entschieden, das sagt sie auch, dass man das ohne Probleme machen kann, nochmal den Schal ein bisschen zu vergrößern. Ich habe etwa 1,5 Knäuel verbraucht. Die Exclusive hat eine Lauflänge von 365 Metern auf 100 Gramm. Also ich nehme so an, ich habe so etwa 500 Meter verstrickt. Und ja, ich bin froh drum, dass ich das gemacht habe. Ich habe das vor allen Dingen gemacht. Also der Original-Schal, jetzt muss ich mal gucken, wäre hier nach den drei Wiederholungen, ich gehe mal dicht daran, dass ihr das seht, hier sind diese drei Wiederholungen, hier wäre schon die Länge gekommen und ab hier habe ich jetzt quasi verlängert. Also diese vierte ist nicht mehr vorgesehen. Also so, das heißt, ich hätte hier schon den weitesten Part gehabt und das, ihr Lieben, war mir einfach zu schmal. Es ging mir gar nicht so sehr um die Länge von der Gesamtlänge her, denn wenn es hier gewesen wäre, hätte der sogar, finde ich, eine bessere Länge gehabt, als er jetzt hat. Aber mir war das tatsächlich an dieser Stelle noch zu schmal. Bei mir jemand im Stricktreffen hat den jemand gestrickt und da war der sensationell. Mit einer Fünfernadel und ich glaube ein Alpaka mit einem Mohair zusammen. Und sie hat sich an die Anleitung genau gehalten. Sie ist durchgerauscht, ist ja klar, mit einer Fünfernadel geht es ja super schnell voran. Ich habe den mit einer 3,5er Nadel gestrickt. Und ja, und dann ist sie da so durchgerauscht und dadurch hat der eben so viel Breite gehabt, dass bei ihr, sie brauchte da nichts verlängern, der hat eine perfekte Größe. Also da sieht der richtig, richtig toll aus. Ja, meine Gesamttiefe, ihr seht es, ist jetzt nicht so tief. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so 35 cm nach dem Blocken. Der zieht sich unglaublich zusammen. Aber was nach den Blocken halt auch passiert ist, und das nervt mich so, ist, dass die Zunahmen nicht mehr schön aussehen. Ich habe Löcher produziert. Ich habe mich an die Art der Zunahme gehalten, bin ich zumindest der Meinung. Aber ich gehe mal dicht daran, vielleicht seht ihr das jetzt oder auch nicht. Zack. Doch, da könnt ihr das schon sehen. Ne? Hier, habt ihr gerade gesehen, da Löcher, da. Und dann aber auch nicht ganz regelmäßig, sondern mal Löcher und mal weniger Löcher. Das nervt mich ja schon wieder. Ne? Das ist ja wieder, wo ich sage, ach, nichts für mich so richtig, dass das so rausgekommen ist. Ist zu beiden Seiten auch leider, weil den kann man ja tatsächlich, das ist auch einer der Vorteile des Designs, den kann man zu beiden Seiten tragen. Ach, jetzt habt ihr auch gerade wunderbar die riesen Löcher sehen können. Ja, und auch hier sieht man sie da unten. Also sie sind zu beiden Seiten sichtbar. Ja, das ist so ein bisschen, was mich nervt. Ich war ja sehr mutig mit der Farbe. Ich habe ja gedacht, ich muss einfach mal was anderes machen. Immer nur blau und grau und so. Ich habe ja auch viele dieser Schals schon im Schrank. Also habe ich mich ja für die Farbe Fuchsia entschieden. Und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob das so eine gute Wahl war. Also ja, ich finde schon, sie steht mir. Ich kann jetzt nicht sagen, also gut, auf dem senfgelben Streifenshirt eher nicht. Aber an sich finde ich schon, dass sie mir steht. Also das ist nicht, dass ich sage, die tut nichts für mich. Aber ich gehe mal ein Stück zurück. Schaut mal, diese Dinger, also die Enden sind mir so lang, der ist mir jetzt halt wie ein Ticken zu lang geworden. Also ich hätte mir ein bisschen kürzer gewünscht, denn ich bin niemand, der seinen Schal so trägt. Das muss ich dazu sagen, das mache ich nicht. Also diese Art des Tragens, das gefällt mir nicht mit diesem Knoten rein. Ich bin jemand, der den Eimer umschlägt und dann eben so gerne einfach hängen lässt. Ja, mal gucken, ob mir das nicht zu lang wird oder sonst habe ich schon alternativ überlegt, irgendwie den dann so zweimal und dann ein bisschen schöner drapieren. Dann ist er auch ein bisschen voller hier, das dürfte nämlich meines Erachtens auch noch sein. Ja, ja, das ist jetzt so okay, aber so gefällt mir die Länge von den Enden auf jeden Fall besser, um darauf nochmal zurückzukommen. Ja, also, zusammengefasst,
ihr merkt schon, so richtig, richtig glücklich bin ich mit meinem Ergebnis tatsächlich nicht. Ich finde, er hat nicht die perfekte Passform, um das mal nochmal zusammenzufassen. Dadurch, dass ich ihn gerne breiter haben wollte am tiefsten Punkt, musste ich ihn ja automatisch auch länger machen. Und jetzt ist er mir wie halt ein Tick zu lang geworden. Ich finde, dass das Muster sensationell schön ist. Das möchte ich nochmal ganz klar hervorheben. Das hat nichts verloren in meinen Augen. Ich finde, dass das mit dem Jack, dieses gräulich melierte Fuchsia, das sieht unglaublich edel aus. Die Wolle fasst sich toll an, die ist ganz weich. Das weiß ich ja aber auch schon vom Cooling, dass das so ist. Also von daher, da bin ich sehr froh drum. Aber ja, wie gesagt, so richtig, richtig umhauen tut mich das fertige Ergebnis tatsächlich nicht. Mein Mann ist ja immer auch sehr ehrlich und dann hatte ich den so rum und fertig und dann sagt er so, was ist denn das? Ich sage, ja, habe ich mir gestrickt. Also er hat es ja auch mal gesehen, aber er guckt dann auch oft nicht so genau hin. Ich weiß nicht, wie es bei euren Männern ist, aber meiner ignoriert das dann ja immer so ein bisschen, bis es fertig ist und dann sagt er mir seine Meinung, wenn ich es anhabe. Aber ja, und dann sagt er dann so, okay, ungewöhnliche Farbe für dich. Und ich sage, ja, da hast du wohl recht. Und dann habe ich ihn so oben gemacht und dann sagt er so, ja, Also er hat mich jetzt nicht darin bestätigt, sagen wir es mal so. Er fand irgendwie auch, irgendwie passt sie ihm auch von der Proportion her nicht. Ich glaube, ihn hat das gleiche gestört wie mich, dass ich jetzt einfach so wahnsinnig lange Enden habe. Ja gut, jetzt ist es so, ich schau mal, sollte es eine absolute Schrankbleiche werden und ich ziehe den gar nicht an, es hat sich schon jemand gesagt, der würde den unglaublich gerne abnehmen und von daher vielleicht verschenke ich den dann auch einfach, also von daher ja. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich bei euch an dieser Stelle nochmal bedanken, dass ihr alle mitgemacht habt oder so, so viele von euch mitgemacht haben beim Quillo-Along. Es hat so viel Spaß gemacht, wieder mit euch gemeinsam zu stricken. Auf Instagram die ganzen Bilder zu sehen. Geht unbedingt mal auf den Hashtag QuilloAlong2023. Da ist einfach, den blende ich euch jetzt hier unten natürlich wie immer ein. Da seht ihr total verschiedene und wie entscheidend auch die Garnwahl ist. Also den einen oder anderen, oh, mit Flausch, schön so blau, da war ich immer, oh, den hätte ich wohl auch gerne in der Farbe. Und selbst mit ein paar Speckles sieht der gut aus. Also von daher, ja, er ist wirklich, wirklich schön, schön. Also es gibt wirklich viele schöne Modelle. Ja, vielen Dank eben nochmal, dass ihr auch alle mitgestrickt habt. Abschließend möchte ich noch kurz sagen, wir haben noch so ein kleines Gewinnspiel am Laufen, sowohl die Marion auf ihrem Instagram-Kanal als auch ich bei mir. Und zwar alle, die in der vorgegebenen Zeit den fertiggestellt haben, die dürfen gerne unter dem Beitrag, der ist ganz oben bei mir, Finisher, kommentieren. Und unter den verlose ich 3 Gewinncoupons und die Marion verlost 2 Gewinncoupons. Die hat uns die Lisa Hannes netterweise also einfach so geschenkt für die Aktion, weil sie sich natürlich auch gefreut hat, dass wir ihren Scarf und ihren Web rausgepickt haben. Und diese beiden und diese Coupons, da dürft ihr in ihrem Shop, also eins von ihren Designs, dann gratis herunterladen, wenn ihr den Couponcode kriegt. Also, ich würde mal sagen, da lohnt sich das mitzumachen für all diejenigen, die mitgestrickt haben. Bitte seid mir nicht böse, ich kann keine E-Mails mit dazu nehmen. Ich habe so einen Generator, über den ich das einfach auslosen lasse. Das mache ich mir total einfach. Ich fange da nicht an, händisch irgendwie was aufzuschreiben. Deswegen, es sind schon ein paar ganz liebe E-Mails gekommen. Ihr seid Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt und ich hoffe, ihr seid happy mit eurem Strickstück. Aber so auf die Art und Weise können wir euch fürs Gewinnspiel einfach nicht berücksichtigen, weil ich das wie nicht on top dazu machen kann. Also das ist einfach von dem System her gar nicht möglich. Also von daher, wer da noch mitmachen möchte, ich lasse das noch bis zum Ende der Woche drin. Dann lose ich aus. Das ist halt jetzt gerade auf Instagram. Ja, das war noch. Und dann wollte ich gerne noch was sagen. Das ist mir wirklich wichtig. Ich habe es eben schon am Anfang so ein bisschen angetönt. Mir ging es wirklich in letzter Zeit gesundheitlich nicht gut. Und ich will jetzt hier keinen Jammerfried machen. Keine Sorge, das war es auch schon dazu zu dem Thema. Aber es ist halt einfach so, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, dann verkürze ich meine Ressourcen noch mehr, als dass ich das sowieso schon mache. Das heißt, ich habe eine Zeit lang fast so gut wie nichts auf Instagram gepostet und war sehr wenig unterwegs. Das tut mir sehr leid, dass das jetzt mit dem Quillo-Along zusammengefallen ist und ich dann den einen oder anderen Beitrag eben nicht kommentiert habe. Der ist mir dann wie durchgerutscht. Denn dürfte man nicht vergessen, wenn dann halt so ein paar Kommentare kommen hintereinander weg,
Dann sehe ich dann unter Umständen den ersten schon gar nicht mehr, wenn ich mich 2 Tage später einlogge. Das gleiche ist halt auch der Fall, wenn ihr mich in der Story verlinkt. Da hat man nur 24 Stunden Zeit, sich die anzuschauen und zu teilen. Und wenn ich mich halt zu spät eingeloggt habe, dann waren die halt schon wieder weg und dann konnte ich die gar nicht mehr teilen. Also nicht, dass ihr denkt, ja, wir machen so einen riesen Nittelong und dann kommentiere ich gar nicht. Das war diesmal unvorhergesehen tatsächlich. Man sucht sich ja keiner aus, das wisst ihr ja selber. Aber es war so, wie es war. Und da habe ich halt an Social Media, das ist immer bei mir die allererste Ressource, die ich rausnehme. Weil das ist für mich, wo ich sage, da kann ich am ehesten drauf verzichten. Ich kann nicht auf meine Familie verzichten. Ich konnte nicht aufs Färben verzichten, allein schon wegen dem Wollfestival in Kassel. Aber halt, das sind dann so Sachen, wo ich sage, ja, darauf kann ich dann wie verzichten. Also bitte seht es mir nach, dass ich da nicht ganz so fleißig war. Und Marion, ein letztes Wort auch noch an dich sehr gern. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich freue mich einfach schon auf den nächsten Quillerlong. Den wird es sicherlich im nächsten Frühjahr wieder geben. Und ja, also von daher, du Liebe, es macht immer so viel Spaß mit dir. So, das war's zu den Finished Objects. Ich würde sagen, kommen wir doch zu der nächsten Kategorie. Und das ist Work in Progress. Und da habe ich eigentlich ein paar Socken angestrickt und jetzt habe ich aber festgestellt, die habe ich zu Hause vergessen. Jetzt wollte ich nicht nochmal heimwärts fahren. Das heißt, die zeige ich euch dann halt einfach im nächsten Podcast. Aber ich habe noch was angestrickt und zwar habe ich das Outline Tee von Jessie Mae Martinson alias Jessie Mad Designs angestrickt. Und ich blende euch mal ein Bild ein, wie das mal wird, wenn es fertig ist. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich da schon gestrickt habe. Und ich bin schon relativ weit. Ich habe auch jetzt echt in den letzten Tagen ein bisschen Gas gegeben. So, wartet mal, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier nichts verliere und nichts falsch mache. So, das sind die Rückenmaschen, die stillgelegten. So müsst ihr euch das vorstellen. Also ich bin jetzt quasi hier an der Stelle. Ich habe die eine Seite schon, das wird von unten nach oben gestrickt. Und ich habe die eine Seite eben schon, bin ich jetzt schon beim V-Ausschnitt dran. Und die andere Seite kommt dann als nächstes. Jetzt gehe ich mal ganz dicht dran. Dann schaut euch mal an, mit was für einer coolen Wolle ich das stricke. Diese wunderbare Wolle ist diesmal mal nicht aus meinem Shop, sondern das ist von Lana Grossa. Und zwar die Linea Pura Terra. Eine wunderbare Sommermischung, nämlich aus 58% recyceltes Leinen und 42% Baumwolle. Also wirklich ein tolles Garn, hat eine Lauflänge, wartet von 170 Meter auf 50 Gramm. Und ich habe das in der Farbe 2, das ist so ein grau-lila Ton. Und das Tolle daran, ihr seht das ja schon, ist, dass die immer so ein bisschen dicker und dünner ist. Ich gehe noch mal dicht dran, schaut mal, wie wahnsinnig schön das aussieht. Und das verteilt sich so herrlich gleichmäßig. Das ist wie gespeckelte Wolle, nur dass es über die Textur geht und nicht über die Farbe in dem Fall. Ich bin total begeistert. Für den Leinengarn oder für so ein so hohes Leinengarn, muss ich sagen, also eine so hohe Leinenzusammensetzung, so rum. Es ist doch relativ weich, also es ist, fasst sich schon nicht mehr ganz so leinig an, ich sag das mal so, wie andere Leinengarn. Also man hat keine Paketschnur in der Hand, auch wenn es natürlich auch immer härter ist. Und es ist halt wirklich speziell, weil es ist halt ein Garn, dann hat es hier immer diese Verdickungen drin, dann wird es durchaus mal richtig, richtig dünn und dann kommt wieder diese Verdickung. Und das ergibt wirklich einen ganz tollen Effekt, wie ich finde. Ja, dann hatte ich halt gesucht, was für ein Top möchte ich gerne mir daraus stricken. Ich wusste, ich würde gerne so ein bisschen was, also nicht unbedingt große Ärmel. Ich weiß auch noch nicht, ob ich nicht das Ärmel loslasse, aber dass es so ein bisschen überschnitten ist. Sagen wir mal, wie das jetzt hier wäre, wenn die Ärmel nicht dran wären, so hätte ich das gerne. Wahrscheinlich würde es auch darauf hinauslaufen. Ja, und dann ist es so, dass man dieses Outline-Tee besticht, ja, das habt ihr ja eben schon gesehen, ich blende es euch jetzt nochmal ein, damit ihr das wirklich auch präsent habt, wovon ich gerade rede. Man strickt das halt erstmal glatt rechts hoch und hinterher zieht man Fallmaschen runter. Und die Fallmaschen sichert man am Anfang mit so hier schon eingestrickten Löchern. Also das ist dann da und da kommen nachher die Fallmaschen hin. Das ist schon klar definiert.
Jetzt ist es aber so, dass mir das Garn so gut gefällt, dass ich gar nicht weiß, ob es noch nötig ist, tatsächlich das zu machen mit diesen heruntergefallenen Maschen, oder ob es nicht dem Garn was nehmen würde, weil das Garn spricht in meinen Augen für sich. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Jetzt habe ich mich entschieden, ich stricke das erstmal so weit fertig und dann schaue ich mal, ob ich mir das überhaupt noch mache. Sollte ich mich dagegen entscheiden, werde ich mit ein paar Stichen jeweils die Löcher wieder zumachen. Dann sieht das kein Mensch mehr. Zumal das Garn ja eben durch diese Unebenheit sowieso jetzt ja nicht eine Masche wie die andere aussieht. Das fällt dann überhaupt nicht auf. Dann kann ich es auch wieder zumachen. Werde ich aber spontan entscheiden, weiß ich noch nicht. Ich stricke Größe L mit einer 3,5er Nadel und finde ein sehr, sehr schönes Maschenbild. Das darf halt auch luftig sein, das soll ein Sommershirt sein. Ihr seht, es wird ein bisschen durchsichtig. Muss ich halt mal gucken, ob ich ein weißes Top drunter anziehe. Aber das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, habe ich noch was zu sagen? Ja, es ist sehr oversizig. Ich habe es aber auch bewusst, also guckt, es ist wirklich oversizig. Auch das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich diese sehr oversizigen Teile mit am liebsten trage in meinem Kleiderschrank. Die Sommerteile zumindest, weil die eben noch luftiger sind. Und deswegen hatte ich mich da auch bewusst dazu entschieden. Und ja, beim Wollwechsel, ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile das dritte Knäuel ist aufgebaut, ich bin jetzt beim vierten. Da habe ich mich dazu entschieden, auch das lässt sich ganz wunderbar machen, jetzt suche ich gerade mal das, dass ich ganz einfach den Steven Weaven mache. Der Steven Weaven ist ja, dass man das Garn dann damit gleich einflechtet sozusagen. Ist total easy gemacht. Guck mal, hier seht ihr, das sind die zwei Enden. Die kann ich jetzt einfach abschneiden, da passiert gar nichts mehr. Und von der Rückseite aus, jetzt zeige ich euch das mal, sieht man es minimal, aber das ist so wenig. Und weil eben das Garn so unruhig ist, bietet sich das da an. Ich finde normal glatt rechts gestrickt, also sagen wir mal, wo eine Masche aussieht wie die andere, wie zum Beispiel bei der Seide oder bei einer Exclusive oder selbst bei einer 100% Merino, würde ich das nicht machen. Da fällt das eben auf. Man sieht das doch ein bisschen. Aber bei so einem unruhigen Garn, wo eh das Maschenbild nicht gleichmäßig ist, finde ich, da passt das ganz gut hin. Und da habe ich mir mal wieder ein bisschen Näharbeit erleichtert. Ja. Also, wenn es groß wird, wird es mal das Outline-Tee. Naja, so viel ist es wirklich nicht mehr. Und habe auch richtig Lust daran weiter zu stricken. Ich würde das gerne noch mit in die Ferien nehmen. Und da hätte ich jetzt noch gute 10 Tage Zeit. Ich berichte euch dann, ob ich das geschafft habe. Aber ich bin gerade ganz diszipliniert und stricke tatsächlich ein Projekt nach dem anderen. Das heißt also, es war dann irgendwie klar, ihr seht ja auch, mein Scarf hat ja ewig gebraucht, der Coral Reef. Also ich habe ja die gesamte Zeit ausnutzen müssen, die 2,5 Monate. Ich habe wenig gestrickt und von daher hatte einfach auch wenig Strickzeit. Und dann ist es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich erstmal den fertig. Jetzt wirklich würde ich gerne das fertig machen. Und danach kommen dann die nächsten Projekte, die ich euch dann später noch vorstellen werde. Gut, so. Das war's zu Work in Progress. Ich würde sagen, kommen wir doch zur nächsten Kategorie und das sind die Shop News. Und da habe ich ganz großartige Neuigkeiten für euch, denn ich habe gleich 3 neue Qualitäten bei mir aufgenommen in vielen wunderschönen Farben und die möchte ich euch jetzt noch mal so ein bisschen zeigen und vorstellen. Und zwar macht den Anfang das Meriflausch. Wartet mal, ich hole jetzt mal einen Strang raus. Meriflausch. Ich habe euch das schon mal gezeigt, ich möchte es euch aber einfach nochmal zeigen, weil ich so begeistert davon bin. Das ist die Farbe Neon Fuchsia, eine Zusammensetzung von 56% Superwash Merino und 44% Mohair, 400 Meter auf 100 Gramm und also es ist wirklich, guck mal, könnt ihr das sehen? Nee, kann man leider jetzt sehen. Ah, doch, da sieht man das schön mit den... mit meinem dunklen Haar im Hintergrund. Hier seht ihr schön den Flauschanteil. Es ist ein Single Garn. Also das hat es jetzt in einigen schönen Sommerfarben, aber auch in gedeckten Tönen in meinem Shop. Kommen wir zur nächsten Qualität und das ist Lama. Und zwar 100% Baby Lama, 400 Meter auf 100 Gramm. Ein ganz wunderbares Fingering Garn. Und das ist so wahnsinnig weich.
Für all diejenigen unter euch, die sagen, sie wollen mal was anderes als Merino verstricken, ist das dann die richtige Wahl. Es ist wirklich schön, es ist ganz, ganz weich, es ist vierfach verzwirnt, es ist, also hat eine tolle Haptik. Ich gehe nochmal dicht ran, dann könnt ihr das schön sehen. Eine ganz, ganz tolle Haptik. Das ist sensationell, wirklich. Ich bin selber ganz, ganz begeistert davon. Und es ist mein erstes Non-Superwash-Garn. Ich normalerweise, also alle meine anderen Garne, bis auf das Flausch, das würde ich nie alleine in die Maschine hauen, aber alle anderen Garne kann man ja bei mir in der Waschmaschine waschen, weil ich davon auch tatsächlich überzeugt bin, dass jemand, der wenig Zeit hat, so wie ich, mit Kindern, Hunden, Haushalt, Familie, Job und so weiter, dass es für mich ist es einfach nicht, ich habe keine Böcke, meine ganzen Strickstücke per Hand zu waschen. Allerdings weiß ich halt, finde ich halt, dass das nicht mehr mein grundsätzliches Kriterium sein sollte für meine Wollwahl. Und ich möchte mich ein bisschen breiter aufstellen, auch vom Sortiment her. Und deswegen werden immer mehr Non-Superwash-Garne nach und nach meinen Shop erweitern. Deswegen werden aber die Superwash-Garne nicht rausfliegen, weil, wie gesagt, ich bin da als Mom auch echt von überzeugt, das möchte ich klar dazu sagen. Ja, und Lama ist eben das erste, was das erste Non-Superwash-Garn. Das bleibt aber nicht alleine, denn das zweite Non-Superwash-Garn ist Flausch Deluxe. Flausch Deluxe ist eine wunderbare Qualität. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und zwar besteht sie zu 42% aus Baby-Alpaka, 35% aus Seide, 13% aus Fein-Merino und 10% aus Yak. Das heißt, für all diejenigen, die kein Mohair vertragen, ist das eine super weiche, flauschige Alternative. Ich gehe mal ganz dicht dran, dass ihr das sehen könnt. Schaut mal. Der Innenfaden, die Seide, es glänzt so schön. Es ist so weich, es ist so flauschig. Und das ist auch ein Non-Superwash-Garn. Mir ist gerade eingefallen, ich habe mit Flausch ja auch schon mehreres gestrickt. Das wasche ich übrigens auch in der Maschine, stimmt überhaupt nicht. Aber das ist dann wirklich nicht maschinenwaschbar, das wird euch sonst wegfilzen. Aber ja, ich bin selber ganz begeistert und ich hoffe, meine Begeisterung überträgt sich auf euch und auch ihr seid begeistert. So, dann lege ich die mal wieder weg. Und jetzt würde ich gerne noch euch ein, zwei Farben zeigen. Ihr seht schon hier oben, ich habe so ein bisschen Neon gefärbt, wie einige andere Handfärber auch. Das ist mir dann in Kassel bewusst geworden. Das natürlich ist gerade Trend. Viele von uns gucken ja auch danach, was läuft gerade. Was und so. Deswegen hatten einige in Kassel, einige Kolleginnen Neonfarben dabei. Aber auch bei mir gibt es die. Dann auch hier so was ganz Buntes, das ist Summer Wipes, der schreit wirklich nach Sommer. Da ist so alles einmal mit drin, den finde ich auch sensationell schön. Dann die Färbung gibt es, dann habe ich eine neue Farbe kreiert, da blende ich euch jetzt mal ein Bild ein, auch wenn ich euch den auch hier nochmal zeige. Beach House, das ist so ein Aqua-Rostton, da habe ich irgendwie so ein kalifornisches Beach House, die so in hellgrau, beige und Aquatön eingerichtet ist, mit so rostigen Details irgendwie im Kopf gehabt. die gibt es noch im Shop. Und ja, und sonst habe ich gar nicht so viele neue Farben, denn außer Hint of Mint, das ist so ein ganz, ihr seht es schon, jetzt mal auf der High Twist, das ist so ein, ja, so ein Grau-Mint-Ton. Also der ist nicht so richtig Mint-Mint, knallt nicht so richtig. Ich zeige euch mal den Aqua dagegen, dass ihr mal einen Vergleich habt. Also das ist so richtig, ne? Mint-Mint und das ist eher so, da ist so ein bisschen Grau mit drin. Ja, aber es ist wirklich, also ich finde ein ganz, ganz ein hübscher Ton. Ja, aber ich finde ja sowieso, ihr wisst ja, diese Blautöne und ich, ach ja, wir sind ja einfach so. So, ja, das ist so an Farben neu dazu gekommen. Ihr seht, mein Shop ist gut gefüllt. Das liegt daran, dass ich für Kassel so viel gefärbt habe. Und obwohl der Verkauf sensationell war, aber da kommen wir gleich noch zu, ja, ist der Shop auch trotzdem wieder gut gefüllt. Und ich freue mich, wenn der ein oder andere vielleicht nochmal vorbeischaut und sich da was anschaut. Gut, dann noch ganz wichtig, auch wir gehen in die Ferien. Die Kinder haben jetzt seit Montag Ferien, wir sind in der ersten Ferienwoche. Hier bei uns in der Schweiz sind es ja nur 5 Wochen und von daher, wir fahren dann in der dritten und vierten Woche in die Ferien.
Ich habe mich dazu entschlossen, dass mein letzter Versandtag der 28. Juli sein wird. Das ist ein Freitag. Ich lasse den Shop auf, also alle Bestellungen vom 29. Juli bis einschließlich 13.8. werden erst ab dem 14.8. wieder bearbeitet. Also letzter Versandtag ist der 28.7., erster Versandtag ist dann wieder der 14.8. Ihr könnt in der Zeit bestellen, ihr müsst euch dann einfach ein bisschen gedulden. Ja, das ist so dazu. Und sonst habe ich, glaube ich, zum Shop her nichts mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu dem Wollfestival in Kassel. Und zwar in der neuen Kategorie Kirstin unterwegs. Und zwar, ach, es war ein sensationell schönes Wollfest. Oh mein Gott, war das toll. Aber zuallererst, bevor ich irgendwas erzähle, möchte ich mich unbedingt bei der Veranstalterin Katja Stein nochmal an dieser Stelle bedanken. Liebe Katja, was du dich getraut hast, dort auf die Beine zu stellen, ist einfach sensationell. Die Umsetzung war hervorragend. Wir wurden als Ausstellerinnen perfekt durchbegleitet durch dieses Wochenende im Vorfeld. Wir waren immer sehr gut informiert zu jeder Zeit. Katja war als Ansprechpartnerin vor Ort so unglaublich sympathisch. Also ich kann wirklich kein negatives Wort sagen. Die Location, ihr habt sie bestimmt schon in anderen Podcasts gesehen. Auch bei mir werdet ihr sie gleich noch sehen. Die Location war einfach der absolute Wahnsinn. Also so eine tolle Location habe ich selten erlebt, auch mit den Lichtverhältnissen. Wir standen ja draußen unter den Arkaden bei 35 Grad. Das war die einzige Herausforderung, aber lieber so als Regen, habe ich mir immer gesagt. Und ich versuche ja sowieso denn aus vielen Situationen immer das Beste zu machen. Wartet mal, nicht, dass ich jetzt was vergesse. Ja, also wie gesagt, das möchte ich gerne vorweg sagen. Dann habe ich diesmal mir einen richtig großen Stand gegönnt. Denn mir ist aufgefallen, dass natürlich beim Swissian-Festival, wenn die Leute immer so bei mir am Stand stehen und man teilweise kaum ein Reinkommen hat, das ist halt schade, es macht ja auch nicht so einen Spaß, man hat ja auch keine Lust, in dritter Reihe zu stehen und darauf zu warten, um ans Wollregal zu gehen. Das kenne ich ja von mir als Konsumentin genauso. Und von daher war es mir halt wichtig, dass ich den Stand so ein bisschen vergrößere. Aber ich würde sagen, bevor ich euch den Stand zeige, zeige ich euch doch mal, wir haben mal so ein Video laufen lassen, für was den Aufbau angeht. Ich habe das so ein bisschen komprimiert, aber ich sage jetzt einfach mal Film ab. Ich glaube, es ist hochkant, bin mir gerade gar nicht sicher. Das verzeiht mir das, falls es hochkant ist. Aber egal, jetzt erstmal Film ab. Wahnsinn, oder?
Habt ihr gesehen? Also ich meine, das sieht jetzt alles so aus, als ob das so wahnsinnig schnell gegangen ist. Aber nein, also ich nehme ja immer diese Regale mit. Also ich habe sie, ich baue sie hier nicht ab. Ich habe sie doppelt quasi, weil ich finde, das ist ein perfektes System. Das kann man sich immer individuell so ein bisschen je nach Standortgegebenheit halt auch anpassen. Und so ist mein ganzes Standkonzept halt aufgebaut. Und ja, und ich war halt total happy. Der Aufbau ist hervorragend gelaufen. Wir sind super durchgekommen. Wir sind hier morgens um 4 gestartet, damit wir um 10.30 Uhr waren wir dann in Kassel, 6,5 Stunden Fahrt. Also sind super mit dem Auto durchgekommen. Meine Mama ist wie immer eine Woche vorher da gewesen und hat mir noch so ein bisschen hier geholfen. Nein, nicht nur ein bisschen, hat mir viel geholfen. Das möchte ich gerne revidieren. Beste Mom, du weißt Bescheid. Ohne dich würde ich hier nicht so stehen. Dankeschön wie immer an dieser Stelle an dich. Und ja, von daher, und dann sind wir um 4 Uhr morgens los und waren um 10.30 Uhr da und haben direkt mit dem Aufbau begonnen und waren, glaube ich, so 5:30 oder so durch mit dem Aufbau. Also sind eigentlich gut durchgekommen, weil diese Regale, so einfach sie aufzubauen sind, sie sind einfach so ein kleiner Zeitfresser, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. So, dann zeige ich euch jetzt mal das Bild, das Video, was ich gemacht habe, noch nachdem wir fertig waren mit dem Aufbau. Film ab! Hallo ihr Lieben, oh, 6:15 and we did it, oh, wir haben es geschafft. Ihr seht, wie kaputt ich aussehe. Ich sehe nicht besser aus. Aber ich bin richtig begeistert, ich habe so einen schönen Stand. Und das kann ich so sagen, wie es ist. Ihr werdet das jetzt sehen. Ich zeige euch den mal. Er ist noch nicht ganz final fertig, aber schon relativ weit. Morgen sind nur noch ganze Kleinigkeiten zu machen. Also passt mal auf, ich laufe jetzt mal ein Stück raus und dann drehe ich euch. Zack. Also das ist der Stand und ihr seht schon, der ist riesig. Juhu, ich habe mir diesmal Platz gegönnt und euch Platz gegönnt vor allen Dingen, denn ihr müsst euch dann nicht so bei mir drängeln. Das war der Gedanke. Das sind die Sockensets, ihr wisst es. Hier, Tweed, Merelino, Maschenmarkierer und Hightwist, Exclusive. Guckt euch den Glanz an. Dann Pure und Seide und wieder der Glanz. Super Sock. Sets, die neue Qualität, Meri Flausch. Ganz neu, Flausch Deluxe. Eine sensationelle Zusammensetzung, die zeige ich euch dann morgen noch. Und neu auch im Programm, 100% Baby Lama. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert, wie ich das gerade bin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen. Ich freue mich auf euch und ich falle jetzt mit meiner Mom, fahren wir jetzt zum Hotel und dann haltet euch fest, habe ich meine Kulturtasche vergessen. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal noch zum DM und alles einkaufen. Aber dann legen wir die Füße hoch und lassen den Abend, denke ich, bei einem Glas Wein ausklingen und dann ja, haben wir uns das auch verdient. Also bis morgen, ihr Süßen. Ciao. Ja, da war die Welt noch in Ordnung und dann ging das Drama tatsächlich los. Meine Mama und ich, wir sind dann ganz entspannt ins Hotel gefahren und haben dann irgendwie uns zu Abend gegessen, ein bisschen Wein genossen und sind dann ja so um 11, glaube ich, wieder im Hotel gewesen. Und ich stecke mein Kartenlesegerät an und will das aufladen, dann zeigt es mir an, dass es blockiert ist und dass ich mich bitte an den Support wenden soll. Da ist mir das erste Mal, ich sag's mal so wie es ist, der Arm auf Grundeis gegangen, denn ich dachte so, oh mein Gott, das hatte ich noch nie, wie geht das, was ist los? Also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich hatte auch noch nie vorher Gedanken daran verschwendet, dass das Kartenlesegerät ausfallen könnte. Und von daher, ich nehme ja auch Zahlungen hier im Atelier damit entgegen, hatte auch wirklich noch nie Probleme damit. Also ich habe es angesteckt und dann ab dem Moment, wenn es ein paar Prozent Akku hat, kann man eigentlich damit bezahlen. Das heißt, in der Nacht habe ich so gut wie nicht geschlafen, weil mir klar war, dass ich jetzt richtig Probleme kriege, das wieder in den Griff zu kriegen. Dann habe ich mir eine App runtergeladen, denn man kann ja auch sein Handy umfunktionieren als Kartenlesegerät. Und habe mir so eine App runtergeladen und mich da angemeldet und dann, keine Ahnung. Und am tatsächlich morgens um 8 kam die Bestätigung, dass ich dafür freigeschaltet bin. Und dann dachte ich so, oh Gott sei Dank, dann ist es ja alles halb so schlimm. Dann nehme ich die Zahlung mit meinem Handy entgegen. Ja, und dann habe ich eine Probezahlung machen wollen und dann war die Information, das ist in diesem Land nicht möglich. Das heißt, diese App funktioniert nur innerhalb der Schweiz. Das stand aber nirgendwo. Okay. Also ab 9 Uhr konnte ich den Support anrufen, dann habe ich mit dem Support telefoniert.
Da hatte ich beim ersten Mal eine Dame dran, die mich eine Viertelstunde lang aufgehalten hat. Anders kann ich es nicht sagen, denn das Ende vom Lied war, blockierte Geräte können Sie nicht deblockieren, die muss man entsorgen und man muss sich ein neues Gerät kaufen. So, das hätte sie mir auch alles nach 2 Minuten sagen können. Okay, dann bin ich das erste Mal tatsächlich in Tränen ausgebrochen. Ich bin wirklich jemand, ich komme ja aus der Organisationsbranche, also Eventbranche ursprünglich mal. Ich habe da mal in dem Bereich gearbeitet. Ich bin wirklich ein Problemlöser vom Kopf her. Es gibt nichts, was sich nicht lösen lässt. Aber das hat mich massiv überfordert tatsächlich. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und konnte mich erstmal gar nicht beruhigen, weil ich hatte so viel Hoffnung auf diesen Support gesetzt und war so wie enttäuscht. Und neben mir stand die Anne Riegler aus Österreich und ist eine ganz, ganz nette Frau. Und wir haben uns wirklich so gut verstanden. Es war eine perfekte Standnachbarin. Und die mit meiner Mom hat mich erstmal versucht zu beruhigen. Aber es war wirklich nicht ohne so. Und dann bin ich rumgelaufen und habe gefragt, ob jemand ein zweites Gerät dabei hat. Hatte jemand dabei? Und dann habe ich mir das geliehen und habe mich damit eingeloggt. Und dann habe ich eine Probezahlung machen wollen und dann wurde es immer abgelehnt. Das heißt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich war dann schon an dem Punkt der Verzweiflung, bin das zweite Mal in Tränen ausgebrochen. Das erste Mal vor Erleichterung wieder, als sie mir das Gerät gab, weil ich kannte sie nicht. Liebe Susi, nochmal danke an dieser Stelle. Du hättest mir theoretisch den Po gerettet, aber ja, es ging dann eben nicht. So, dann war es mittlerweile 10 Uhr, weil ich ja immer wieder noch den Support anrufen habe. Und daraufhin ist meine Mama mit dem Taxi zum Mediamarkt gefahren und hat dort ein Gerät gekauft. Und dann haben wir das aufgeladen und ich habe bis dato dann alle vertröstet, habe gesagt, passt auf, kommt später, ich lagere das dazwischen, kommt doch nochmal an meinen Stand und dann könnt ihr später bezahlen, es ist auf dem Weg. Freudestrahlend kommt meine Mom. Ich stecke das an, ich lade das auf, ich nehme die ersten 2 Zahlungen eine gute Stunde, 1,5 Stunden später damit entgegen. Blockieren die mir wieder das Gerät, weil sie dann dachten, aus Sicherheitsgründen, dass mit meinem Account irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich hatte das erste Gerät blockiert, dann versucht auf einem Fremdgerät einzulocken, dann halt ein neues Gerät wieder mit der E-Mail-Adresse, dann natürlich, als hat er mir auch am Support nochmal erklärt, natürlich die erste Zahlung im Ausland, auch das ist was sie dann, also es waren so viele Sicherheitsauffälligkeiten anscheinend, dass sie mir das direkt wieder blockiert haben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich stand da und konnte es nicht glauben. An dem Punkt hatte ich schon keine Tränen mehr dafür übrig, denn dann habe ich gesagt, es ist so, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten unglaublich viele, Gott sei Dank, von euch Bargeld dabei. Und ganz viele haben auch mit absolutem Verständnis reagiert und haben dann auch bei mir mit Bargeld bezahlt, sodass, weil ich gesagt habe, andere haben ja ein Kartenlesegerät, überall woanders konnte man mit Karte bezahlen, wobei später kam dann raus, dass die im Saal teilweise WLAN-Probleme hatten. Aber an sich wäre es gegangen. So, und von daher, ja, es war dann einfach so, wie es ist. Ich konnte es dann nicht mehr ändern. Aber trotzdem, wieder mit dem Support gesprochen, ob es so eine Lösung gibt. Ja, und dann hat er mir noch was mit mir was eingereicht. Es hat dann auch nicht funktioniert. Und das Ende vom Lied war, ich konnte nur Kreditkartenzahlungen akzeptieren über so eine App und das ging. Aber wie viele von euch haben eine Kreditkarte dabei und wie viele von euch haben bitte schön diesen ollen Security Code im Kopf für die Kreditkarte? Also auch das, ich verstehe das, hätte ich auch nicht. Also von daher, ja, es war ein Drama und es zog sich dann so durch, ich konnte es nicht mehr ändern. Aber ich muss sagen, das ist mir eine echte Lehre gewesen. Also ich werde künftig immer 2 dabei haben. Vielleicht noch ein drittes als Backup. Ich würde wirklich, also da, ich, vielleicht war ich zu naiv, nur 1 dabei zu haben. Aber wie gesagt, ich konnte es mir auch vorher gar nicht vorstellen, dass damit was ist, dass das kaputt geht. Und ja, jetzt ist es so gewesen, wie es war. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt sagen, das Wollfest war für mich ein voller Erfolg. Auf der einen Seite natürlich finanziell, weil ihr so wahnsinnig toll bei mir gekauft habt, aber auf der anderen Seite auch wieder emotional. Oh Mensch, ihr habt, ich meine am Anfang, es tut mir leid für die, die vielleicht gleich um 10 kamen auf dem Samstag. Ich war noch so angespannt mit dem Kartenlesegerät, das ist mir so 2 Stunden echt noch nahe gegangen. Ab Mittag konnte ich mich dann wieder entspannen, weil dann war es halt so, wie es war. Aber bis dahin muss ich ehrlich sagen, ich konnte mich manchmal gar nicht so aufs Gegenüber konzentrieren. Bitte entschuldigt das, wenn ihr mir das angemerkt habt. Das war meiner Gesamtsituation in dem Fall geschuldet. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja schon so ein kleiner Perfektionist. Und gerade, weil ich ja schon sage, ich komme aus der Eventbranche. Das heißt, ich mache mir vorher so viel Gedanken mit dem Stand. Wie baue ich was auf? Wie kommt es schön? Wie kann das, passt das alles zusammen? Das auch thematisch und so weiter, schematisch mit den Farben.
das schüttel ich nicht mal eben so aus dem Ärmel. Da ist wirklich viel Vorarbeit für nötig. Und ich war so happy, dass alles so gut gelaufen ist. Und dann kam halt sowas so. Aber trotzdem möchte ich sagen, Dankeschön an all diejenigen da, die jetzt den Podcast schauen und sagen, hey, wir waren an deinem Stand, ihr habt bei mir gekauft. Ich hatte so, so tolle Begegnungen. Oh, ich habe so schöne Sachen geschenkt bekommen. Schaut mal, das zeige ich euch gleich. Und zwar zum einen eine Pasta. Dann habe ich mal, kam jemand an den Stand, da habe ich mich mega gefreut. Da habe ich mal so ein paar Stringe für ein Kinderheim gespendet. Dann hat die so kleine Socken gestrickt. Dann habe ich sowas gekriegt. Dann habe ich irgendwie eine gehäkelte Blume gekriegt. Ich habe diese wunderschöne Tasche geschenkt bekommen, selbst genäht. Schaut mal, was für eine tolle Projekttasche. Auch mit dem tollen Stoff da innen. Oh, genau meins natürlich. Genau mein Farbschema. Also es war wirklich einfach wunderbar. Es war ein toller Austausch. Ich hatte diesmal tatsächlich auch die Zeit, euch teilweise zu beraten und zu sagen, ey, nimmt mal das und nimmt mal das. Ihr wart super vorbereitet. Ihr seid mit Zetteln in der Hand zu mir gekommen. Gesagt, oh, Kirsti, kannst du mir vielleicht helfen? Ich suche das, ich suche das. Ich möchte dir einen Cardigan stricken. Und dann konnte ich euch da wie so durchleiten. Ach, es hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich. Jetzt, das war einfach Seelenfutter. So, ich möchte euch kurz noch ein paar kleine Sachen zeigen, die mir im Wolfers aufgefallen sind, weil ich es so liebevoll gestaltet fand. Katja, also der Bulli, sensationell. Film ab. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal das absolute Highlight hier auf dem Gelände. Das Gelände, die Location war sowieso sensationell schön, dieses Palais. Ich schwenke da gleich nochmal rüber, dass ihr das sehen könnt. Aber bitteschön, wie cool ist denn der? Ist das nicht sensationell? Oh mein Gott, der ist so schön. Komplett eingestrickt, das Ding. Eingehäkelt, eingestrickt. Ist das der Wahnsinn. Guck mal, und jetzt könnt ihr auch mal die Location sehen. Wir sind da hinten unter den Bögen. Da schwenke ich jetzt mal hin, da seht ihr das weiße Schild. Und hier auf der Seite sind ebenfalls noch Aussteller. Es war auch mit dem Wetter super gut auszuhalten. Obwohl es so heiß war, standen wir die ganze Zeit im Schatten. Und wenn man dann eben dort unter den Säulen sind, dann die Hallen auf zwei Etagen oben und unten. Also die Location war wahnsinnig schön. Oder ist wahnsinnig schön. Und auch super toll fand ich die Karte. Oh, guckt euch doch mal an, von wo aus ihr alle nach Kassel gekommen seid. Ist das nicht wahnsinnig toll? Hat mich richtig beeindruckt. Film ab! So, ich pinne mich jetzt mal, wo ich herkomme, und zwar genau aus hier. Genau dort. Und schaut mal, die durften sich alle festpinnen, von wo aus überall alle aus nach Kassel geströmt sind. Ist das nicht der Wahnsinn? Sensationell, oder? Ja, also wirklich, es war hervorragend organisiert. Es gibt noch zwei, drei Sachen, die man optimieren könnte. Ich glaube, gerade im Hinblick auf so heißem Wetter, Sitzgelegenheiten im Schatten. Allerdings weiß ich von Katja, sie kann da nichts dafür. Sie hatte Schirme bestellt, die konnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Das liegt halt auch nicht in ihrer Hand. Aber sonst muss ich wirklich sagen, also ich freue mich aufs nächste Jahr am 6. und 7. Juli und kann es kaum erwarten. Ich habe aber auch noch ein bisschen was geshoppt und damit schließe ich jetzt ab. Und zwar zum einen bei der lieben Ann, meiner eben Standnachbarin, habe ich mir diesen wunderschönen Strang, schau doch mal, wow, der ist so schön. Ich liebe auch das Etikett von der Ann. So, Entschuldigung. So, ein wunderbar schlichtes Etikett. Ich stehe ja da drauf. Das ist die Farbe Pionis Kiss. Also ganz, ganz hübsch. Gefällt mir richtig gut. Das musste mit. Dann musste mit eine Della Q Projekttasche. Kannte ich vorher nicht, hat mich ja umgehauen. Unglaublich, was für eine durchdachte Stricktasche ist denn das, bitteschön. Ich zeige euch die mal. A, besteht sie aus Oilskin, damit kriegt man mich ja sowieso schon immer. Dann hat sie innen drin, sie richtet sich tatsächlich bewusst an Maker, eine Makers Bag, wie man so schön sagt. Schaut mal, der ist eingenäht. Das ist ein Fadenführer, das heißt, man kann aus der Tasche heraus stricken. Hier ist ein Fadenabschneider, seht ihr das? Wartet mal, ich versuche den mal so zu drehen. Da,
Einfadenabschneider. Ich habe jetzt gemerkt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sein Strickstück da drin verstaut, dass man nicht aus Versehen da rankommt, weil dann ist der die Masche durch. Also von daher, aber auch das begeistert mich natürlich. Dann ist in jeder Tasche dabei so ein Maschenmarkierer mit dieser Klammer. Diese Klammer kann man dann, auch das hat jede Tasche, hier an den Löchern zum Beispiel einfach dran klipsen, wenn man das möchte. Werde ich sicherlich noch tun. Jede Tasche hat ein kleines Notizbüchlein dabei, wo man sich was notieren kann und eine Stopfnadel, Vernähnadel. Ja, innen drin mit diversen Fächern, Reißverschluss, also ganz, ganz toll. Und der Clou bei diesem Modell ist tatsächlich, ich zeige euch das mal, entweder man schließt es hier oben mit Druckknöpfen und trägt es dann halt einfach so. Ne? Oder so quer rüber, ich würde sie jetzt immer eher quer rüber tragen. Aber man kann sie auch, wenn man sagt, so viel habe ich ja gar nicht dabei, kann ich sie auch kleiner machen. Und trage sie einfach so. Das finde ich super schön. Da sieht die auch total lässig aus vor allen Dingen. Kann man auch super als Handtasche dann in dem Fall nutzen. Oder aber man macht, und das ist jetzt der Mega-Clou bei dieser Art von Tasche, man macht dieses Band länger. Da habe ich ja noch einiges an Spiel. Und dann, zack, und schaut mal. Und schon habe ich einen kleinen Rucksack, weil ich bin dann eine Rucksackträgerin geworden. Auch super. Also wirklich ganz viele Optionen. Begeistert mich sehr. Eine sehr, sehr schöne Tasche. Nicht ganz günstig, ist eine kleine Investition, aber ich finde, es lohnt sich. Und geht mal gucken, die hat noch so viele andere tolle Modelle. Ich konnte mich lange nicht entscheiden. Und ja, wird sicherlich, glaube ich, nicht meine letzte gewesen sein. Also weil ich da richtig von begeistert bin. Und dann habe ich mir als letztes, denn die hatte ich ja noch gar nie, eine Bodolina gegönnt. Und ich sage euch, schaut mal, ach, ich muss das passend zu meinen Fingernägeln einfach nehmen. also die Bodolina Nadeltaschen, die werde ich euch nochmal ganz genau vorstellen. So sieht die aus. Ist das nicht ein Träumchen? Denn da habe ich was Tolles mit der Astrid vor. Das erzähle ich euch aber alles im nächsten Podcast, wenn wir da noch einen Schritt weiter sind. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber die durfte auch noch mit. Also, ihr seht, ich habe wirklich tolle Schätze gekriegt. Ich habe ganz, ganz viele tolle Begegnungen gehabt. An dieser Stelle, ich möchte jetzt nicht die ganzen Fotos einblenden, das habe ich auf Instagram schon gemacht. Aber an dieser Stelle nochmal Dankeschön an all die anderen YouTuber, die da waren. Das hat mich sehr gefreut, den einen oder anderen wiederzusehen, den einen oder anderen kennenzulernen. Bärbel, ach, das war mir ein Vergnügen mit dir. Elke, Astrid, also wirklich, es war so schön. Es hat so eine Freude gemacht mit euch, ihr Lieben. Ihr seid einfach die Besten. Und ja, und auch die, aber die ganzen Zuschauer. Es gab so schöne Bilder. Es gab zum Beispiel eins mit, da standen wir so zu vier zu hintereinander weg. Ihr wisst es, wenn ihr das jetzt guckt, ihr wisst, welches ich meine. Das war weg, das Bild. Ich habe das nicht mehr gefunden. Ich hätte das so gern geteilt. Also von daher, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich das nicht mehr teilen konnte. Wenn ihr das habt, schickt mir das doch nochmal. Da hätte ich richtig Freude dran. Und so ging es mir mit ganz, ganz vielen leider. Dass es einfach dann zu schnell weg war und ja, also ich dann die gar nicht mehr teilen konnte, weil ich bin erst wirklich abends um 9 teilweise dazu gekommen, ganz entspannt durchzuschauen. Ja, wenn wir dann beim Essen saßen quasi. Ja, aber nicht nur das, ich habe die Monika Kaulen kennengelernt. Was für eine sympathische, tolle Frau. Also wirklich, ich möchte nicht alle einzeln aufzählen, weil es einfach zu viele waren, zu viele schöne Begegnungen waren. Aber Marion, dass ich dich wieder gesehen habe, das war einfach mein persönliches Highlight. So, ihr Süßen. Das war's zum Wollfest in Kassel. Der nächste Termin steht schon 6. und 7. Juli nächstes Jahr in der gleichen Location. Ich bin 100%ig wieder dabei, weil es so einen Spaß gemacht hat. Tragt euch den Termin schon im Kalender ein und ich hoffe, dann sehen wir uns im nächsten Jahr dort. Gut, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist die Projektplanung. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Richtige zeige. Ah, da ist es. So, und zwar, ich habe euch das letzte Mal ja das Popper-Magazin, wartet mal, vorgestellt. Und zwar habe ich euch da schon gesagt, welcher Pullover mir das richtig angetan hat, ist der, ich zeige Ihnen jetzt nochmal, der Lucent Pullover. Eine Anleitung von Jess Kavanagh. Und ja, ich finde den an sich schön, vor allen Dingen aber aufgrund der Textur.
Ich finde das hier mit diesen Hebemaschen, dieses Neutrale im Verbund mit den Streifen, das ist sensationell schön. Was mir nicht so gut gefällt, sind hier dieses, dass es da bis da oben hoch geschlitzt ist. Finde ich nicht so. Auf gar keinen Fall würde ich das dunkel machen. Das habe ich ja schon gesagt. Das passt für mich überhaupt nicht. So, aber dieses Design mit den Streifen und diesem, das ist eben das, was mir so gut gefällt. Das lässt mich nicht mehr los. Und jetzt habe ich mal eine Farbkombination ausgesucht, wie ich finde, die sensationell ist. Und zwar werde ich den natürlich mal, ich will auch unbedingt die Qualität ausprobieren. Flausch Deluxe, meine neue Qualität in diesem neutralen Ton, wo man da alles mit zu kombinieren kann. Und in den Streifen wird es knallen. Und entweder die Kombination, weil ich die bei den Socken einfach schon so, so schön fand. Ihr seht schon, ich bin schon wieder sehr eindimensional farblich. Aber gepaart mit dem, guck doch mal. Ich finde, sowohl das sieht toll zusammen aus, als auch das sieht toll zusammen aus, eben als auch das sieht toll zusammen aus. Das heißt, ich werde mir das so in diesen Dreierkombinationen streifen da rein. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich überhaupt bei dieser Passform bleibe oder ob ich nicht sage, ich mache so ein Crossover-Projekt draus. Ich liebe ja mein Martha V-Neck Jumper von Lotilda. Ich blende euch mal ein Bild ein. Den trage ich, ist eins meiner meistgetragensten Strickstücke ever. Den liebe ich von der Passform her. Ich würde mir ein bisschen schmaler stricken, weil meiner ist sehr, sehr oversized. Der könnte ein bisschen, also könnte ruhig ein bisschen schmaler sein. Ich könnte mir auch das mit dem Muster extrem gut vorstellen, weil das Modell an sich ist ja ganz, ganz einfach. Oder aber vielleicht die Cumulus-Bluse von Petit Knit. Die Anleitung habe ich schon ewig, ob ich die nicht mal versuche. Ihr seht schon, ich hätte gerne einen V-Ausschnitt, man hört es raus. Weil ich finde, dieses mit diesem dunklen, hohen Kragen ist halt nicht optimal gelöst, überhaupt so einen hohen Kragen anzusetzen. Ach, da müsste ich schon wieder so viel umrechnen und erweitern, damit ich einen weiten Kragen habe. Da finde ich es fast einfacher zu sagen, ich mache daraus einen V-Ausschnitt. Ich würde aber kein Rechts-Links-Bündchen dran machen wollen, sondern immer nur, ähnlich wie die Cumulus-Bluse und eben auch der Martha, einfach so einen eingestrickten oder nachträglich rangestrickten I-Cord, finde ich, trägt das total. Vielleicht dann aber auch durchaus so, dass man sagt, okay, man macht dann hier als Eyecatcher den I-Cord in so einem Pink dran. Das sind alles so Gedanken, die ich gerade im Kopf habe. Ja, das ist auf jeden Fall auf ganz, ganz oben auf meiner Projektliste, wenn denn mein Outline-Tee fertig ist. Weil ich es eben kaum erwarten kann. Ich habe den auch schon gewickelt. Ich habe euch jetzt nur noch mal die Stränge so gezeigt. Die sind tatsächlich schon gewickelt bei mir. Also das ist immer ein Zeichen dafür, es darf dann auch bald losgehen damit. Das ist das nächste Projekt. Dann habe ich euch ja schon das Lama gezeigt. Und das Lama ist auch eins, wo ich sage, da brauche ich einen Pullover draus. Jetzt hat die liebe Isabel Krämer ein ganz schlichtes, aber ein wunderschönes Design rausgebracht, wie ich finde. Und zwar der Heaven oder ich spreche ihn mal deutsch aus. Havin, H-A-V-I-N geschrieben, ich blende es hier unten ein. Der ganz schlicht mit einem V-Ausschnitt daherkommt. Aber eben durch diese wunderbare, wie der gearbeitet ist, der V-Ausschnitt, mich total begeistert. Ich blende euch mal ein Bild ein, wo man das als Nahaufnahme sieht. Ist das nicht schön? Das sieht so toll aus. Das begeistert mich richtig. Ich muss jetzt aber mal gucken, wie der gestrickt wird, denn mir schwebt tatsächlich mal ein Streifenpullover vor aus der 100% Lama in dieser Farbkombination. Das ist Hint of Mint, meine neueste Färbung, die es künftig immer geben wird. Das ist dieses Grauminte, dann das Rauchblau. Und guck mal, wie gedämpft die Farben bei Lama wirken. Also Lama, das ist eben, so ist ja immer anders. Je nach Tier nimmt das ja die Farbe anders an. Ah, und ich finde das so schön. Also es ist noch ein bisschen weniger stark tatsächlich jetzt als bei euch. Und da kann ich mir so gut so einen Streifenpulli vorstellen. Ich weiß aber, Isabel, sollte das mit dem Kragen nicht gehen. Isabel Krämer hat ja erst einen Streifen mit so einem V-Ausschnitt rausgebracht. Wie heißt der jetzt? Disley oder so. Ich blende euch das unten ein. Der wäre natürlich eine super Alternative. Also ich quäle mich da dann nicht durch, wenn das irgendwie zu kompliziert ist und man den gleich mit einstrickt, dann geht es halt nicht, dann muss ich mir was anderes überlegen, dann würde ich das vielleicht abändern, aber so ein bisschen liebäugig, ich damit mit so, wow, durchaus so große Blockstreifen auch. Also ja, das ist ganz, ganz oben auf der Projektliste. Und als letztes ist der Viel Zwetter von Camilla Fahrt. Bild. Schock.
verliebt. Also der hat so viele Likes auf Instagram. Ich weiß, es geht nicht nur mir so. Oh mein Gott, ist der schön. Ich finde, die Rundpasse ist so dezent. Und jetzt guckt euch mal an, welches gar nicht dazu nehme. Oh, das trägt es perfekt. Das weiß ich jetzt schon. Tweed trägt es perfekt. Denn, und ihr seht schon die Farbe. Ja, die hat es mir halt ein bisschen angetan. Die brauche ich jetzt erst mal beim Kleiderschrank. Ist auch wieder Hint of Mint auf der Tweed gefärbt. Oh mein Gott. Dieses leicht rustikale von diesem Ehrenmuster. Oh, in der Tweed. Und dann ist es nur oben. Und alles andere ist schlicht, dass die Wolle für sich stehen kann. Und die Nupsis für sich stehen kann. Ach, das wird ein Träumchen. Es wird ein absolutes Träumchen. Wird aber ein Herbstprojekt werden. Also es wird sicherlich nicht als erstes das nächste sein. Also von der Reihenfolge wird schon so sein, wie ich euch das jetzt gerade gesagt habe. Es sei denn, ich kann es nicht anders erwarten. Aber eigentlich habe ich gedacht, okay, erst den Lucent in abgewandelter Form wahrscheinlich. Dann vielleicht den Streifenpullover. Obwohl, muss ich mal gucken, wie weit der Sommer dann schon fortgeschritten ist. Sonst könnte ich mir auch erst den vorstellen und dann den Streifenpullover. Aber so oder so sind das eher so die Spätsommer-, Anfang Herbst-Projekte sicherlich. Aber das habe ich mit auf dem Schirm. Gut, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das ist die Buchvorstellung. So, und bei der Buchvorstellung habe ich ja schon am Anfang gezeigt, zeige ich euch heute eins. Ah, da freue ich mich so drauf, euch das zu zeigen. Textured Knits von Paola Pereira. Und das ist erschienen im Leine Publishing. Das kostet 39,90 Schweizer Franken oder 38 Euro und man erhält 20 Anleitungen auf Englisch, eine englische Publikation. 20 Anleitungen teilen sich auf 14 Pullover, 3 Jacken, 2 Tücher und ein paar Socken. Also wie ich finde, eine sehr gelungene Mischung. Ihr seht schon, wie viele Dinger ich drin habe, wie viele Modelle ich euch jetzt zeigen muss, weil es so schön ist. Also, ja, wie immer, das Buch fängt halt an. Ja, das Leine-Magazin ist ja dafür bekannt, auch sehr hochwertig zu produzieren, ihre Bücher und sehr, sehr schön zu fotografieren. Und ich zeige euch schon mal, ja, hier, so geht's schon los. Ganz entspanntes Bild, man sieht sofort sich in Skandinavien gefühlt, also ja, das ist die Bildsprache, die mich ja auch immer anspricht. Und ganz am Anfang erzählt die Paola Pereira so ein bisschen was über sich, wie sie zum Design kam und so weiter. Ja, dann kommen so die Abkürzungen, was man halt so kennt, und dann geht es auch schon direkt los. Und zwar mit dem ersten Modell, was ich euch gerne zeigen möchte, und das ist Espedito. Espedito. Und ihr seht schon, alle Anleitungen sind jetzt gleich aufgebaut. Man sieht auf den ersten zwei Seiten erstmal das Modell fotografiert. Und Espedito ist ein Streifenpullover, ich gehe mal dicht daran, der davon lebt, breitere und schmalere Streifen zu haben. Und ich finde, der sieht wunderbar aus. Auch hier ist er nochmal von hinten. Tolles, dass immer auf einer ganzen Seite, ihr seht es hier, wird immer beschrieben, wie sie darauf gekommen ist, wie sie auf das Design gekommen ist, was sie sich dabei gedacht hat, was sie inspiriert hat. Ich finde das ja immer schön, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu kriegt. Ja, und dann sind die Anleitungen immer gleich aufgebaut, wie man das aus den englischsprachigen Publikationen einfach auch kennt. Am Anfang sind die Grundsachen, dann kommt die Anleitung, am Ende sind die Charts. Die Charts sind wirklich großzügig gestaltet. Zeige ich euch später nochmal, der hat nämlich, glaube ich, gar keinen Chart. Dann zeige ich euch direkt das nächste Modell. Und zwar ist das Viana. Und Viana ist jetzt gleich nochmal besser fotografiert. Und zwar hier. Oh, guck mal, ist das nicht hübsch? Ganz, ganz hübsch finde ich den. Ganz, ganz zart und hübsch. Und zwar durch diese wunderbaren kleinen Details. Also sind auch immer noch mal ganze Detailfotos drin, wenn es nötig ist. Also das gefällt mir ausgesprochen gut. Dann möchte ich euch, oh, auch so schön, Kobogo ist eine Jacke. Guck mal. Ah, herrlich, herrlich. Und guck mal die Textur, ich gehe mal dicht daran. Sie das seht, das ist nicht nur Colorwork, sondern es wird über die Textur. Und das ist das Besondere an dem Buch natürlich. Es ist ja, sagt ja schon der Titel, Textured Knits. Es ist immer über die Textur, dass es was Besonderes ist. Hier, ich gehe nochmal dicht dran, guck mal. Ein tolles Muster, wie ich finde. Ganz, ganz toll. Wirklich richtig schön. Beim Durchblättern ist mir noch was anderes aufgefallen und das möchte ich echt hervorheben und das nächste Modell zeigt das nochmal. Und zwar hat sie
wirklich mal andere Sachen drin. Andere Texturen, andere Sachen drin, die man noch nicht gefühlt schon 50 Mal woanders gesehen hat, sondern wirklich neu sind, innovativ sind, abwechslungsreich sind. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Als nächstes habe ich Müllhazes für euch. Schaut mal, das ist eine grüne Jacke. Jetzt kommen wir aber zeitgleich zu dem Negativpunkt. Manchmal haben sie leider dunkle Garne gewählt und dann sieht man gar nicht das Muster so schön. Da hätte ich mir vielleicht das in zweifacher Ausführung gewünscht. So edel das in diesem Grün aussieht. Und schaut mal, was mir gerade auffällt. Zack, zack. Also wäre genau das Grün die Jacke. Ich hätte da eine Farbe, nennt sich Smaragd, in meinen Shop. Aber guck mal hier, da sind so Kreise eingestrickt. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, aber Wahnsinn. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann möchte ich euch Balayo zeigen. Balayo ist auch wirklich wunderbar. Auch hier zeige ich euch das ganze Bild. Ihr seht schon, da geht es um Colorwork. Hier ist nochmal in Gänze, da kann man den besser sehen. Aber mit dem Clou, und das zeige ich euch jetzt, dass das Colorwork eben nicht normales Colorwork ist, sondern diese Maschenart der Maschen sind erhaben da drauf. Das sieht aus jetzt wie so Wickelmaschen. Ich habe es mir, wie gesagt, nicht genau durchgelesen, die Anleitung, aber es ist rein optisch, kommt es hervor. Es ist kein klassischer Colorwork-Pullover. Sehr, sehr, sehr schön finde ich das. Wirklich schön. Dann Eutizia. Oh, auch was ganz Besonderes. Schaut mal. Ist natürlich auch, ihr wisst es, die Farbsprache spricht mich natürlich sehr an. Und zwar hier kann man es nochmal sehen. Da. Und dann hier sind so verkreuzte Maschen dabei. Ach, herrlich. Was für ein schönes Modell. Dann habe ich euch rausgesucht. Cestaria. Eine Jacke, die über die Blende lebt. Ganz schlicht gestrickt, aber eine wahnsinnig schöne Blende hat. Dann Lina. Lina ist auch wieder ganz besonders, finde ich. Schaut mal. Oh, Wahnsinn, oder? Die Ärmel und dann der Pullover, wie der da so... Das gefällt mir so gut. Und auch da zeige ich euch nochmal ein Nasbild, dass ihr seht, dass auch da wieder mit der Textur gespielt wurde. Hier auch diese Nupsis, die da so eingestrickt werden, sind wieder erhaben und werden wahrscheinlich mit Wickelmaschen gemacht. Das ist wirklich hübsch. Die Socken wollte ich euch gerne zeigen. Kalandra. Das ist hier so ein Flügelchenmuster. Ja, das geht immer bei mir. Wisst ihr ja, sowas mag ich. Dann, oh, der ist auch ganz besonders. Wäre jetzt nicht mein Fall für mich, aber ich wollte euch gerne zeigen, weil ich den wirklich besonders finde. Das ist Mesclada. Schaut mal. So sieht der erstmal aus. Ich finde das Garn ein bisschen zu streifig. Also ich glaube, dass es mit einem einfarbigen viel, viel edler kommt, ehrlich gesagt. Aber dieser Pullover besticht durch einen ganz außergewöhnlichen Kragen und so eine Schulter-Rückenpartie. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal den Rücken. Und zwar da. Schön, ne? Wie das dann auch nach vorne rübergeht. Auch noch nie vorher gesehen. Wirklich, wirklich mal was anderes. Florada. Das ist Florada. Ich gehe gleich dicht daran, keine Sorge. Und Florada besticht dadurch, dass das Colorwork nach außen ist und nicht nach innen. Das heißt, die Spannfäden kommen nach außen und dadurch entsteht natürlich auch eine Textur, die speziell ist. Dann wird viel überblättert. Also es ist noch viel. Ich hätte euch so viel mehr zeigen können. Und dann, ach nee, wartet mal. Den will ich nicht unterschlagen. Den finde ich nämlich so, so schön. Brocado, das ist der. Herrlich. Wartet mal, ich gehe mal dichter ran, dass ihr das gleich nochmal sehen könnt. Hier. Guckt mal, wie schön. Schlägt halt hier sehr viel Wellen. Das muss man so ein bisschen mögen. So ein kleiner Puff-Ärmelchen-Effekt. Ne? So, und jetzt, last but not least, wollte ich euch gerne, jetzt ist die Karte rausgefallen. Nee, da ist sie. Der heißt Ellen Zeige. Und Ellen ist der Einzige, wo ich gedacht habe, okay, der sieht so ein bisschen aus wie der Sailor-Sweater von Anne Wenzel. Wobei der sich schon noch in der Passform unterscheidet, aber auch da. Ja, also ihr seht mich wirklich begeistert, weil ich finde, eine moderne, tolle Zusammenstellung von Modellen, also wirklich, ich war beim Durchblättern immer, oh, das ist ja schön, das ist ja schön.
Also das hat mich wirklich umgehauen. Viele, viele schöne Anleitungen drin. So auf den ersten Blick wirklich, die Anleitungen sind lang erklärt. Also es ist auch nicht nur 2 Seiten, sondern teilweise 7, 8 Seiten Anleitung, dass man gut durchkommt, glaube ich, durch die Sachen. Und ja, mit Charts, wo ein Chart nötig ist. Und einfach besondere Stricksachen, die aber doch, finde ich, alle relativ zeitlos sind. Also ich finde jetzt gerade, weiß ich nicht, egal, eigentlich könnte jetzt gar nicht sagen, oh, das war jetzt mega modern, da hat man nur eine Saison was von. Nee, es waren alles Modelle, wo man sagt, hey, die sind zeitlos, die kann man lange tragen. Also eine absolute Empfehlung für mich. Paula Pereira Textured Knits, erschien im Leine Publishing, absolut empfehlenswertes Buch. So, ihr Süßen. Oh mein Gott, jetzt sind wir schon bei einer Stunde, über einer Stunde, über fast 1¼ Stunden. So lang war noch nie eine Folge von mir. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt es überhaupt bis hierhin durchgehalten. Meine Kehle ist ganz schön trocken, so ohne Pause. Ich werde jetzt gleich mal ein großes Glas Wasser trinken. Ja, ich hoffe aber vor allen Dingen hat euch mein Podcast wieder gefallen. Und ich hoffe, ja, ihr habt Spaß daran gehabt, mir zuzuhören und zuzusehen. Und ich konnte euch so ein bisschen auch begeistern für das ein oder andere. Das würde mich sehr freuen. Wenn dem so ist, freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich kratze doch so langsam an der 7000er Marke. Was würde ich mich freuen, wenn wir das bald schaffen. Also von daher, abonniert doch meinen Kanal. Ja. Ich noch ganz bevor ich schließe, so viel Persönliches gibt es gar nicht zu erzählen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Ferien. Für uns geht es 14 Tage nach Italien oder 12 Tage nach Italien. Da freue ich mich richtig drauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da fahren wir wieder mit unseren Freunden zusammen hin. Das wird bestimmt richtig toll werden. Mit denen waren wir letztes Jahr schon zusammen. Daher wissen wir, das funktioniert auch gut. Man kann ja auch nicht mit jedem zusammen in die Ferien fahren. Das darf man ja aber nicht vergessen. Aber mit denen funktioniert das hervorragend. Und von daher freue ich mich sehr drauf. Ja, und dann gehen die Kinder noch eine Woche ins Zevi-Lager. Die beiden Großen, die Zevi, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist das christliche Pendant der Pfadfinder. Das Lieben über alles ist für sie ein großes Ferienhighlight tatsächlich. Dann sind sie von Samstag bis Freitag weg. Und dann habe ich den kleinen im Fußballcamp angemeldet, den kleinen Fußballverrückten. Und der ist dann zwar, der schläft natürlich bei uns, der wäre noch ein bisschen zu jung, um auswärts zu schlafen. Aber ich habe quasi eine Woche tagsüber kinderfrei und sage nur, wow! Nein, ernsthaft, da freuen mein Mann und ich uns richtig drauf und mal gucken, ob ich dann mal die Zeit ein bisschen für mich nutzen kann, aber wahrscheinlich werde ich ganz normal arbeiten und so viel habe ich dann bestimmt gar nichts davon, aber ja, erstmal ist die Freude da. Ja, und dann, ich weiß, ich habe euch letztes Mal gesagt, der Adventskalender kommt, den habe ich euch jetzt nicht geliefert. Ach, er stand, ich steht einfach noch nicht, seid mir nicht böse. Ich konnte mich noch nicht so richtig dazu durchringen, den zu erstellen. Er kommt im nächsten Podcast. Im nächsten Podcast kommt der auf jeden Fall und dann zeige ich euch den. Und dann kann man den auch loslegen mit dem Verkauf. Ich plane nach den Ferien Ende August, Anfang September wird die nächste Folge kommen und dann geht der online. Ihr Süßen, ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, jetzt eine gute Zeit mit mir. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Ist lang genug die Folge. Ich, ja... Bleibt mir eigentlich nur euch einen wunderbaren Sommer zu wünschen. Genießt eure Strickzeit. Keep your needles burning. Tschüss, eure Kirstin.